Herzlich willkommen, mein Name ist Anke Recktenwald. Ich bin Pferdewirtschaftsmeisterin und Trainerin für Pferde und Mensch. Und wie viele schon wissen, eine meiner Lieblingsmethoden ist die Tellington-Methode. Und heute habe ich meine wunderbare Kollegin aus der Schweiz eingeladen, die Lisa Leicht, ist Instruktorin für Hunde und Kleintiere und ist auch T-Touch4U-Practitioner. Lisa hat ganz besondere Fähigkeiten im Umgang mit Menschen und eben natürlich auch als Lehrerin und als Instruktorin. Und deswegen habe ich sie heute mal eingeladen. Lisa, magst du erst mal selber noch ein bisschen von dir erzählen? Für mich ist es immer interessant zu schauen, wo ist der rote Faden in einem, bei einem Menschen, wenn ich ihm begegne, bei einem Tier, wenn ich ihm begegne, was ist sein, man könnte sagen, sein Thema. Roter Faden finde ich halt schöner, wenn man roter Faden sagt. Und mein roter Faden in meinem Leben ist auf jeden Fall dieses Einssein mit allem. Ich hatte das schon immer, schon als ganz kleines Kind, mag ich mich erinnern, lag ich unter dem Apfelbaum und ein kleiner Hund lag daneben und ich kann mich noch an dieses Gefühl erinnern, dass einfach der Baum hat geflüstert, der Hund, ich habe ihn gerochen, die Präsenz gespürt und ich lag da in meinem sicheren Kinderwagen und habe einfach gestaunt. Das war so schön. Ich kann das heute noch fühlen. Und das hat sich eigentlich diese Einheit mir bewahren, das hat eigentlich mein ganzes Leben geprägt. Es ist ja auch, sorry, dass ich kurz unterbreche, aber das ist genau das, was sich die meisten Menschen mit ihren Pferden ja wünschen, ne? Dieses Einssein im Herzen, in der Seele und dieses Einander spüren, ne? Ganz. Das ich schon. Dieses Einanderspüren ist, ich glaube, der Wunsch von uns allen in allen Bereichen. Die Einheit kann man meiner Erfahrung nach aber nur immer wieder erfahren, wenn man eben auch das Abgetrenntsein erfährt. Sonst ist es wie, ist man immer im Paradies und man kann es gar nicht wirklich wahrnehmen oder würdigen. Und dieses Getrenntsein, ich würde jetzt sagen, dieser Stress auch, also diese Herausforderungen, die das Leben eben stellt und die machen, dass Menschen und Tiere eben sich als getrennt erfahren, sind eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und es gilt meines Erachtens, und das finde ich bei der Tellington-Methode so schön, dass wir Werkzeuge haben, um diese Erfahrungen eben so zu erleben, dass sie uns mit dieser Einheit verbinden und dass wir uns selber spüren auch und dass wir eins sein können mit dem anderen, aber immer ganz stark bei uns sind. Und diejenigen von euch, die den Hardhack kennen, also es gibt einfach. Hand aufs Herz ist immer noch großartig, großartig. Ja, vielen, vielen Dank. Das finde ich gerade auch total spannend, dass du das sagst mit dem Getrenntsein. Das haben nämlich auch ganz viele. Ganz oft kommt das, wenn die Tiere halt nicht so reagieren, wie wir uns das wünschen. Ne? Bei den Pferden ist es, wenn die Hilfestellung mal irgendwie nicht passt, das Pferd macht was anders, als wir es wollen. Oder wir haben das Gefühl, es will wieder nach Hause und will gar nicht mit uns weggehen. Das gibt es relativ oft. Und dann haben die Menschen immer das Gefühl, die Beziehung stimmt nicht. Man ist getrennt, das Tier will nur von mir weg, ne, und hat keinen Spaß mit mir, es vertraut mir nicht, all diese Dinge, ne, und das ist halt wirklich etwas, wonach viele ja streben. Wie siehst du das denn, wenn ein Tier jetzt nicht gehorcht? Und meistens ist es ja so, dass es einfach meiner Ansicht nach für seine eigenen Bedürfnisse dann sorgt, ne, dass seine eigenen Sorgen darüber hinausgehen gerade. Und viele Menschen empfinden das als Trennung wirklich vom Tier, als nehmen das auch ein bisschen persönlich. Wie siehst du das? Also, was ich erlebe, ist sehr oft, und das ist total menschlich, sehr oft haben wir bestimmte Vorstellungen von einer Beziehung, wie eine Beziehung zu einem Pferd, als ich
ganz klein war, hatten wir ein Pferd, einen Hannoveraner. Eine Hannoveranerstute wurde sehr, sehr alt, 35 oder so, also unglaublich. Mein Vater war noch bei der Kavallerie, also stellt euch vor, ist unglaublich. Und diese Erfahrungen, die ich hatte mit dieser Stute, Leonie hieß sie, haben natürlich meine ganze Beziehung zu Pferden sehr stark geprägt. Und je nachdem, wie die ersten Erfahrungen sind, sind dann auch die Vorstellungen mehr in eine Richtung oder in eine andere. Und wir Menschen haben oft, so wie ich das sehe, das Gefühl, dass so wie wir uns das vorstellen, dass das die Realität ist für alle. Aber meistens ist es ja so, dass wenn wir uns dessen bewusst sind, und das finde ich auch sehr schön bei der Tellington-Methode, dort haben wir Noahs Marsch, wir haben diese langsame Annäherung, auch mit Touches, die wir mit dem Handrücken ausführen, oder ein Abstreichen mit der Gerte oder mit einem Fell oder so. Das alles ermöglicht uns zusammen mit der Beobachtung, uns auf das andere, auf das Gegenüber einzuschwingen oder einzustimmen. Und dann auf uns auf, wir müssen uns auf Empfang schalten, damit wir wirklich mit dem Tier in dem Moment sein können. Und dann ist auch diese Frustration nicht so groß. Mhm. Und dann brauchen wir es auch nicht persönlich zu nehmen, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jedes Tier sein Bestes gibt in dem Moment. So wie wir ja auch. Also wir geben ja auch immer unser Bestes. Wir machen ja nicht extra, was immer auch. Mhm. Und wenn es uns gelingt, uns einzuschwingen, dann können beide ihr Bestes geben und dann geht man in Resonanz und dann funktioniert das auch. Und dann kann man fast alle Herausforderungen meistern. Also ich denke, dann können wir vor allem auch sehen, was das Tier braucht, um sich sicher zu fühlen. Genau. Und das ist ja auch bei uns, also als ich meine Ausbildung gemacht habe in Österreich, war das, da sind wir oft ins Tierschutzhaus in Wien gefahren. Ich hatte mir gedacht, als ich angefangen habe mit der Ausbildung, ich kümmere mich dann so um alte, kranke und so Tiere und ja. Aber dann war das die Zeit, als sehr viele Rottweiler, waren sehr viele Rottweiler im Tierschutzhaus und sehr viele Kommissare Rex, die eben keine Kommissare Rex waren. Und ich mag mich erinnern, dass ich durchaus auch Angst empfunden habe, wenn man mich gebeten hat, mit so einem Tier zu arbeiten. Und dass diese Angst steht einfach immer, das ist der Grund für die Trennung sehr oft. Die Angst um die eigene Sicherheit. Und ich glaube, seitdem ist es eines meiner Hauptanliegen, unseren Schülern oder meinen Kundinnen und Kunden zu vermitteln, was kannst du tun, damit du sicher bist? Mhm. Und schauen, welchen Rahmen brauchst du, damit du dich sicher fühlst? Welche Hilfsmittel brauchst du, damit du dich sicher fühlst? Welche Hilfe brauchst du, damit du dich sicher fühlst? Und wenn du dich dann sicher fühlst, so gut wie möglich, dann kannst du schauen, was braucht das Tier? Was ist der richtige Rahmen für das Tier? Und sehr dann gut. Klappt das auch, oder? Fast immer. Ja, das ist super, finde ich total toll, weil erst wenn wir uns sicher fühlen, können wir klar denken. Ne? Also einfach. Absolut, ja. Absolut. Ja. Ja. Und dann können wir auch fairer handeln. Ne? Dann können wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr stark mit dem Vagusnerv befasst. Und wir können, wenn wir uns sicher fühlen, dann können wir auch, ich habe das Buch gesehen. Deine Empfehlung? Gesehen, danke. Ja, ja, ich habe es gesehen. Genau, eine Empfehlung von Lisa Leicht, dieses Buch. Wenn wir uns sicher fühlen, dann wird dieser vordere Vagus
Ast wird ein Teil des Vagussystems aktiviert, der eben erlaubt zu kommunizieren. Sonst sind wir abgetrennt und sind einfach nur mit unseren Erfahrungen und Überlebensstrategien beschäftigt. Eigentlich, das ist, glaube ich, wirklich das Geheimnis. Und dort ist Linda fantastisch, oder? Ja, das finde ich auch, also das mag ich auch durch unsere Herangehensweise der kleinen Schritte, also erstmal durch die unendlichen Möglichkeiten, die vielen Führpositionen, die vielen verschiedenen T-Touch, ne? Wir können ja, ich habe immer das Gefühl, wir haben für jede Technik noch mindestens 30 Alternativen, die wir wählen können, ne? wenn die eine nicht funktioniert. Und ich mag ja diesen Satz, wenn du nur einen Hammer hast, ist jedes Problem ein Nagel. Ne? Und wir haben einfach eine unglaublich breite Werkzeugkiste, um zu variieren. Und da hab ich letztens auch nochmal gesehen, wo du auch nochmal über Pono und Pelikia gesprochen hast. Das ist ja ein Begriff, den wir in unserer Methode A nennen. Pono Pilikia kommt aus Hawaii. Und wenn ich hier meine Bauern habe in der Schweiz, dann ist das für die schon ziemlich, vielleicht etwas esoterisch oder tönt einfach nicht so ganz vertraut. Und dann haben sie mehr Mühe, dort in Resonanz zu gehen und sich eben einzuschwingen. Und ich sage manchmal, erkläre ich das denen dann, dass ich sage, schau, Pono ist wie das Potenzial, das schon realisiert ist. Alles, was schon funktioniert, alles, was schon gut ist, alles, worauf du aufbauen kannst, alles, was einfach toll ist oder einfach stimmig ist. Und Pilikia ist, was noch wichtiger ist, das Potenzial, das noch zur Verfügung steht und das darauf wartet, sich zu realisieren. Und wenn man es so anschaut, gibt es auch nicht mehr, und das hat kürzlich Katja Kraus sehr schön gesagt, es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen. Und das finde ich eigentlich, das möchte ich mir wirklich angewöhnen. Dann gibt es einfach nur noch Herausforderungen, die man angehen darf. Probleme sind Lösungen in Arbeitskleidung, habe ich letztens auch gerade nochmal gelesen. Das fand ich auch ganz toll. genau, aber das gerade nochmal, dass du auf die Bauern zu sprechen kommst, es ist bei den, in der Reiterwelt ist es ja auch ganz oft, wenn man in so einem Reitstall ist und nicht zu Hause irgendwie seinen eigenen Stall hat mit Freunden und Bekannten, dass man sich so mit dieser Außenwelt konfrontiert sieht. Ne? Oder auch, also viele haben ja auch das Problem, manchmal Dinge zu tun, weil die anderen das sagen oder weil die anderen das immer kritisieren. Und, oder mit den neuen Denkweisen, mit den freundlicheren Denkweisen oder Umgehensformen nicht so klarkommen. Dann heißt es, das Pferd tanzt dir auf der Nase rum oder du müsstest jetzt mal, setz dich mal durch. Also es ist viel auch die Menschen, die außen sind, zu denen dann der Kontakt fehlt. Und da fällt mir jetzt das gerade halt nochmal ein, wo du das sagst, dass du mit Bauern arbeitest, also mit den Kühen arbeitest ja auch von Bauern. Und die Einstellung im Großen und Ganzen bei uns ist ja auch ganz oft, ne? Also den Satz, den es gibt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ne? Also dass es da erstmal eine Distanz gibt zu unbekannten Dingen, die man noch nie gemacht hat. So ist das in vielen Reitstellen mit anderen Methoden durchaus auch. Ne? Und du kommst mit den Bauern ziemlich gut zurecht, gell? Mit den Tellington-Geschichten. Ja. Ich meine, ich muss auch sagen, ich bin in einem Bauerndorf aufgewachsen und und ich mag Bauern. Ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir einfach die mögen. Und ich denke, und eigentlich ist es mir wurscht, was sie von mir denken, weil was sie von mir denken, das ist ihr Problem. Was ich von ihnen denke, das ist das Entscheidende. Mhm. Und wenn ich denke, die machen all diese tolle Arbeit, die sind die Bewahrer der Traditionen, die werden überrollt von diesen wirtschaftlichen, wirklich ganz enormen Herausforderungen. Und ich mir sage, wie kann ich sie unterstützen? Und wie kann ich ihre Tiere unterstützen? Und wie kann ich das tun, ohne besserwisserisch zu wirken? Dann ändert sich in meiner Beziehung zu den Bauern alles. Es ist immer dasselbe, wenn ich
mich von den anderen abhängig mache, dann habe ich ein großes Problem. Wenn ich entgegennehme, was die anderen mir zu sagen haben, aber das, was mich und die anderen verbindet, das ist mein Empfinden und nicht das der anderen, dann kann ich dort wirklich, wirklich, ich komme fast mit allen Leuten zurecht. Wirklich, also ich muss sagen, inzwischen habe ich das, glaube ich, ziemlich gut verstanden. Früher wollte ich immer helfen, verbessern, die neuesten Erkenntnisse teilen und so weiter. Und heute habe ich den Anspruch nicht mehr. Ich mache einfach die Dinge, die für mich stimmig sind, und wenn jemand das hören möchte oder bereit ist, etwas auszuprobieren, dann denke ich, kommt das fast immer gut. Da fühle ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen ertappt. Ich bin auf der Erde, um die Welt für die Pferde besser zu machen. Obwohl ich schon gelernt habe, dass ich, wenn ich nur die Pferde in den Fokus nehme, überhaupt nichts verändere. Ne? Sondern man muss sich um den Menschen kümmern, mit dem man... Und oft, wenn wir einfach die Gelegenheit haben, nur darf ich mal etwas zeigen oder so. Und ich glaube auch, ich hab die Erfahrung wirklich, ich hatte eine Ausbildung als Tierethiklehrerin auch, und ich bin eine Zeit lang in die Schulen gegangen und habe dort informiert über Massentierhaltung und alle diese Zirkus, Pelztiere und so weiter. Und ich habe das alles auch angeschaut. Also ich war auch vor Ort, habe mir das alles angeschaut, war sehr motiviert. Und für mich war es so, dass es einfach, ich war so erschöpft dann jeweils, weil man kann nicht die schon interessiert sind und das Herz schon geöffnet haben, wenn wir zu stark dort pushen, dann verschließt sich das Herz. Und diejenigen, die das Herz noch verschlossen haben, können es gar nicht öffnen, weil der Druck zu stark ist. Gar nicht möglich. Und ich denke auch mit diesen, ich hatte früher, wenn die Leute zu mir gekommen sind mit Hunden am Halsband oder an der Kette, war mein erstes, nimm das weg, oder? Und heute, die nehmen das fast alle weg jetzt. Früher haben es nicht alle weggenommen, aber heute nehmen die das fast alle weg, weil ich einfach etwas mache und dann sehen die, dass der Hund tiefer atmet oder was immer auch. Und dann wollen sie es ausprobieren. Wenn ich einfach Möglichkeiten eröffne und nicht doziere, das finde ich wichtig. Und das Zweite, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, ist, dass ich mir jeden Tag sage, es gibt niemanden, der besser ist als der andere. Nur weil ich jetzt das wahnsinnig große Glück hatte in meinem Leben, dass ich verschiedene wirklich fantastische Lehrer haben durfte, menschliche und tierische Lehrer, heißt das nicht, und ich gewisse Sachen nicht mehr mache, heißt das nicht, dass ich besser bin, sondern das heißt einfach, dass ich Glück hatte und diese Dinge lernen durfte. Und wenn ich jemanden sehe, der den Hund zurückreißt, dann weiß ich, als ich es noch nicht besser wusste, habe ich das auch gemacht. Und das gibt mir dann diese Verbundenheit auch wieder auf einer anderen Ebene, wo ich sage, wir sind alle genau gleich. Ich lerne von Ihnen, von Ihrer Tradition, Sie lernen von mir vielleicht 2, 3 Dinge, wenn Sie Lust haben. Und das ist so schön, dieser Austausch dann. Dieses nicht urteilen, finde ich extrem schwierig für mich. Fällt mir sehr schwer, weil ich schnell denke und dann, puff, dann ist das schon da. Und dann muss ich es wieder zurückspulen und sage, halt, 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 halt. Aber das hilft auf jeden Fall. Wenn wir begreifen, dass wir alle gleich sind. Es gibt nicht bessere oder schlechtere. Mhm. Es gibt einfach unterschiedliche. Ja. Und ich habe das heute gerade gepostet, das Leben ist wie eine Spirale, ne? Man kommt irgendwie an den Dingen wieder vorbei und ich denke auch mal, jeder ist auf einem anderen Teil dieser Spirale und macht halt gerade eine andere Erfahrung.
Ja, ich glaube auch, dass ich habe das Glück jetzt, dass ich mit einem jungen Practitioner zusammenarbeiten darf, oft für Joel. Und durch das diese neue Perspektive auch kriege von der nächsten oder übernächsten Generation. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass auch dass Klarheit wird von uns beiden, wird das als enorm wichtig erachtet. Und dann sind wir wieder beim Ho'oponopilikia-Geschichte. Wenn wir klar wissen, was wir sehen möchten, und das finde ich, das ist eine Fähigkeit, das üben die Leute jetzt immer mehr. Und das ist super, weil alles das kommt von innen nach außen. Und nicht von außen nach innen. Und das ist einfach das Entscheidende. Je klarer wir uns ein Bild machen können von uns und dem Tier, desto besser kann es sich auch manifestieren, desto besser können wir es auch erschaffen. Wenn unser Fokus auf dem liegt, was wir lieber nicht möchten und wir aber nicht wissen, durch was wir es ersetzen wollen. Das ist der springende Punkt. Wenn wir wissen, durch was wir das zum Beispiel unerwünschte Verhalten ersetzen möchten, ganz konkret, und was unsere Rolle dabei ist, wie wir dabei sind, dann können wir etwas ganz Großartiges tun. Ja, das ist total super. In der Reiterwelt ist es ganz häufig, dann sind welche da, da trifft das Pferd dann von Hufschlag ab und die kommen in die Mitte und dann ziehen sie nach außen und manchmal dann sehe ich, dass das nicht erfolgreich wird und dann halte ich an. Dann sage ich, wo willst du denn eigentlich hin? Und dann sagen sie, nicht in die Mitte. Ja, aber wo willst du denn hin? Ja, ich will nicht, dass der in die Mitte geht. Und dann sage ich, ja, aber wo du nicht hin willst, weiß ich jetzt, aber wo möchtest du denn hin? Und dann stehen die, dann halten die manchmal an und dann müssen die sich erstmal umgucken, wo sie überhaupt sind, bis sie dann, ne, auf sich orientieren, wo sie überhaupt hinwollen könnten. Und in dem Moment, wo sie den klaren Plan haben, kommen sie dort auch an, ne? Ja, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Und ich glaube auch, dass es bei allen Dingen, die wir tun, auch bei diesen emotionalen Veränderungen, die wir vom Tier erwarten oder die wir von uns erwarten, ist es gut, wenn wir uns dabei liebevoll beobachten, mit Betonung auf liebevoll. Weil dann geht es auch schneller. Das ist auch wieder, ich arbeite viel mit Klang und Farbe noch, und dort sieht man das, dass einfach diese Schwingungen, wenn es eine Resistenz gibt, wenn es einen Widerstand gibt, alles wird viel schwerer, aber wir neigen dazu. Ich glaube, das macht unser Modell Mensch so interessant, dass wir eben all diese Widersprüchlichkeiten und diese Möglichkeiten zu wählen, zu reagieren auf dieser Ebene, auf dieser Ebene, auf dieser Ebene, das macht das Spiel des Lebens so spannend. Wo du gerade noch über die Farben sprichst, hast du denn eine Empfehlung für die Leute, die sagen, sie wollen mehr in die Beziehung mit ihrem Tier, sie wollen mehr in Resonanz? Gibt es dann eine Farbe, die das unterstützt oder ist das sehr individuell? So auf die Schnelle zu sagen, eine Farbe, das würde ich nicht. Weil es kommt darauf an, wer du bist, wer dein Pferd ist, wie ihr euch gerade fühlt, wie eure Beziehung ist. Und das kann dunkelblau sein, zum Beispiel, wenn dunkelblau beruhigt, ändert und klärt, oder wenn ihr so sehr mental seid. Aber wenn jemand mehr Weite braucht, dann ist es eine andere Farbe. Oder wenn es darum geht, diese Liebe auszudrücken, dann ist es nochmals. Oder? Was ich toll finde, ist, wenn wir singen für unsere Tiere. Wenn du deine Lieblingslieder, die du vielleicht aus deiner Kindheit noch hast, wenn du die singst oder summst, für dein Tier summen ist sehr, 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 sehr gut, auch für uns, für unseren Organismus. Wenn du die singst, dann trägst du sehr viel zu einer besseren Resonanz bei.
Sollen wir noch eine Herzumarmung machen zusammen zum Schluss? Gerne. Danke und ich wünsche dir noch einen ganz sonnigen und bunten Tag. Das wünsche ich dir auch, Anke. Tschüss.